Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Frontier 2. Wir farmen Level 50. Ich habe euch gezeigt, wie man Level 50 wird in den letzten beiden Videos. Und jetzt nutzen wir den Summer Event Boost, der 14 Tage jetzt aktiv ist. Doppelt XP, Militär Chance, Unique Chance und Munitionsmenge. Nutzen wir aus. Ich habe mein neues Gewehr gekauft. 45 Kopfschuss, 38 Bossschaden. Da bin ich schon gespannt. Hat mich 15.000 gekostet, das Gewehr. Geht wahrscheinlich preiswerter. Aber ja, man gönnt ja sonst nichts. Ja, meinen großen Rucksack kann ich jetzt wieder tragen. Dank Level 50. Und der Rest ist soweit geblieben. Ich habe mal nach neuen Handschuhen und Stiefeln geschaut. Ist aber noch zu teuer alles, so 20 bis 30.000. Da warte ich lieber. In 2, 3, 4 Wochen wird das alles nur noch die Hälfte kosten. Mein jetziges Equipment reicht auch aus, um Level 50 zu farmen. Medis haben wir dabei. Von jedem etwas. Gehen wir als erstes ins Herrenhaus. Herrenhäuser habe ich früher gerne gefarmt, als die Rucksäcke eingeführt wurden. Und die Rüstungen, die droppen da gerne mal. Mal gucken, ob wir heute Glück haben, was Besonderes finden. Vielleicht bilde ich mir es auch nur ein, aber Herrenhäuser haben irgendwie immer so ein Touch Besonderes. Ja, hübscher Zirkus hier. Auch die Außenmap ist wirklich hübsch gestaltet. Da sehen wir jetzt schon das Herrenhaus mit den hübschen Statuen und Friedhof vor der Tür. Gewehr gefällt mir. Selbst schon dicke können wir one-shotten damit. Die Zyklopen muss man ins Auge treffen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Bisher. Ihr habt gesehen, die Zyklopen schließen auch gerne mal ihr Auge. Da erhalten sie kein Damage. Einfach interessanter Zombie-Typ.
Vernunft. Schneiders. Ich mag Herrenhäuser, Farmen. Zimmer sind nicht so voll. Nicht so überlaufen. Sprich, man kommt gut voran. Viele Loot-Spots. Ja, je nach Region auch entsprechende Spots. Wir sind jetzt Level 50, also mal Level 50 Drops hier jagen. Ist nicht so riesig wie ein Hotel oder Fabrikgebäude. Aber nicht so klein wie die Häuser. Ja, auch gut. Zimmer schafft pro Stunde. Adrenaline. Schneiders. Ja, zum Klopfen sind ganz schön unangenehm. Das Auge nicht trifft. Auf jeden Fall die neuen Zombie-Typen. Fällt mir der Patch.
Boom, Headshots only. Das hätte böse ausgehen können. Wenn ich nicht direkt getroffen hätte. Vintage Wine, $15,000, $6,000 XP. Wie krass, das wird wohl so ein Crafting-Material sein. Also wenn man der Tante hier Vintage Wine bringt, gibt's krasse Belohnung. Adrenaline. Sobald wir durch sind, gehen wir dann in die Polizeistation. Munifarm. Diese runterhängenden Leichen. Crafting Material. Oh, Leder. Top. Diese runterhängenden Leichen, die sind auch praktisch, um Köpfe zu versperren auf Entfernung. Ich jetzt, als ich hier stand, konnte ich den Zombie da in der Ecke nicht töten, weil der hinter dem Korpus war. Echt schlau gemacht, der Programmierer, der ist echt schlau und gut. Durchdacht hier alles. Boom, Headshots only. Ja, das Gewehr, das gefällt mir. Richtig hier. Fühlt sich wieder easy farmbar an hier. Sexy, Halskrausengang.
Betrieb hier. Nach und nach werde ich auch XP austauschen gegen Kopfschuss und Bossschaden und so weiter. XP wie auf dem Gewehr habe ich ausgetauscht jetzt gegen Damage Stats, weil wir die 50 erreicht haben. Man sammelt zwar jetzt noch seltene Enhancer mit jedem Level up und elitäre Enhancer mit jedem Prestige Level, aber ja, also ich setze mehr auf Schaden jetzt, wo ich die 50 erreicht habe. Die Enhancer, Prestige Level und so, das kommt dann nach und nach mit der Zeit. Also ist nur eine Frage der Zeit, bis man da wieder voll ist. Wirklich notwendig, das noch zu pushen mit XP. Ja, auf dem Weg zu Level 50 habe ich dann noch Sprint und Plünderer geskillt. Seit dem zweiten Video. Sprint halt für Bewegung und Plünderer für mehr Drop Chances.
Adrenaline. Ja, die Marktpreise haben sich beruhigt, vor allen Dingen auch durch den Sommer-Event jetzt. Mit mehr Muni-Menge. Also Medis sind wieder leicht teurer geworden. Muni dafür viel preiswerter. XP-Klamotten sind natürlich weiterhin viel wert. Vor allem, wenn noch sinnvolle Stats wie Kopfschuss oder Bossschaden oder sowas dazukommt. Schneiders. Alter. Zyklopen sind echt nervig. Das war's. Noch nichts Weltbewegendes gefunden, aber lohnt sich trotzdem ab und zu mal von Herrenhaus zu fahren. Okay, also dann würde mich freuen, wenn du ein Abo da lasst. Zweite Runde, Polizeistation gibt's im nächsten Video. Bis dann.
Danke.